Als nächstes sehen wir Leo, Max, Max, Niklas und Niklas. Die zeigen uns, wie sie das Laufbahnberatungs- und Planungstool Oberstufe, das klingt sperrig, und sie haben es cool gemacht und deswegen heißt es Lupo in cool. Der Mentor war Wolfram in dem Projekt. Danke. Test. Test. Test, ja, okay. Ja. Wir hatten das Projekt Lupo in cool. Also Lupo steht für Laufbahn und Beratung. Laufbahn, Planungs- und... naja, schwerer Name, egal. Mit, ja... Max, Leo, Max, Niklas und Niklas. Ja, also, was war unser Ziel? Naja, auf jeden Fall die Welt verbessern, sonst wären wir ja nicht hier. Nee, aber jeder Schüler in NRW sollte irgendwann mal mit ja, dem Programm Lupo in Kontakt gekommen sein. Das, naja, aber ist jetzt ein gutes Programm? Naja. Ja, also hier sehen wir das Programm Lupo. Es ist so ein kleines bisschen kryptisch, so ein bisschen Sudoku, Excel-mäßig. An den meisten Schulen wird meistens eine ganze Schulstunde einfach erklärt, wie dieses Programm funktionieren sollte. Wir dachten, es muss einfach einfacher funktionieren. Dazu ist das Programm technisch leicht schlecht gemacht. Es ist schlecht gemacht einfach. Es ist nur für Windows verfügbar. Alle anderen haben ein Problem. Und man hat, wenn die Daten werden in Microsoft Access gespeichert, statt in irgendwas Ordentlichem, in irgendeiner ordentlichen Datenbank. Und es ist noch mit einem nicht besonders guten Passwort gesichert, was eigentlich insgesamt alles gar keinen Sinn ergibt, weil die ganzen Daten kann man sowieso lesen. Alles in allem ist es technisch sehr interessant und komisch gelöst. Ja. Ja, wie wollten wir jetzt dieses äußerst traurige Programm verbessern? Wir wollten es etwas schöner machen, leichter zu bedienen, nicht so verschlüsselt diese staatliche Strengheit entfernen. Und ja, wir dachten uns dabei, wir machen das in einer Web-Applikation, heißt, das Programm ist eine Webseite, du kannst es auf deinem Handy, auf deinem PC, also überall aufrufen, wo ein Browser ist, vielleicht ein Toaster, wenn du einen Browser hast. Und ja, das haben wir durch Angular JavaScript gemacht, das ist eine gute JavaScript-Bibliothek, damit kannst du sozusagen einfach effizienter Webseiten bauen. Was dieses Programm kann? Es kann wie das Original die Fächer von der Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase in schriftlich, mündlich, Zusatzkurs oder Leistungskurs auswählen. Die Besonderheit dabei im Vergleich zu dem Original ist, dass wir eine Autofill-Funktion eingebaut haben. Heißt, je nachdem, was du auswählst, passt sich das Programm an und denkt mit, sodass du weniger ausfüllen müsst und im Endeffekt auch das Richtige auswählst. Dabei wird noch eine Fehlerwiedergabe wiedergegeben. Solltest du nicht rechtskonform etwas eingeben, weil es gibt 31 Regeln, wie du etwas richtig machen musst. Und wenn eins nicht passt, tja, Pech gehabt. Genau. Ein kleines Hindernis, was wir hatten, war die schöne Microsoft Access-Datenbank, die uns NRW bereitgestellt hat. Microsoft gibt darüber leider auch nicht viele Informationen raus, aber es gab nette Menschen schon vor uns, die das ganze System reverse-engineert haben und das Passwort, was eigentlich die Datenbank schützen sollte, es existiert gar nicht. Es wurde mit einer sehr schlechten Verschlüsselung behandelt, wodurch man es eigentlich im Klartext auslesen konnte. Ja, jetzt machen wir noch eine Demo von dem Ganzen. Als erstes muss man die Datei hochladen, also man bekommt eine Lupo-Datei von seiner... Also, machen wir neu. So. Genau. Als erstes muss man die Lupo-Datei, die man entweder von seiner Schule bekommt oder schon vorher erstellt hat, hochladen. Dann wird sie umgerechnet in JSON und man sieht hier schon die Tabelle, welche Stunden man wie belegt hat und einen Durchschnitt.
Und man kann dann ändern, ob man schriftlich, mündlich, Leistungskurs, Zusatzkurs machen möchte. Ja, jetzt wählt man einfach was anderes aus und ein Fehler. Und wenn die, wenn es irgendwie einen Fehler generiert, dann wird auch hier unten direkt die Mindeststundenanzahl, wenn die unterschreiten wird, gibt es rot, gelb, grün, dunkel und doch, es gibt noch dunkelgrün, wenn man zu viele Stunden macht. Falls man das machen sollte, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber... Die Fehler. Zeig mir an. Unten. Genau. Okay. Man kann und später soll man die Dateien auch speichern können, damit man die Datei einfach einreichen muss und nie mehr dieses Programm benutzen muss. Und wir endlich mal kein Lupo mehr benutzen können, sondern endlich ordentliche Programme anstatt irgendwelche komischen benutzen können. Ja, danke schön. Vielleicht meldet das Schulministerium ja Interesse an.